Willkommen zum Fischen im weltbesten Hechtgewässer. Die Inselwelt vor der finnischen Südküste ist stark zerklüftet und die zahllosen Buchten und Schilfstellen bieten den Hechten den von ihnen so sehr geschätzten Lebensraum. Das kühle Wasser des Nordens und die reichliche Nahrung schaffen die Voraussetzungen für das Größenwachstum der Fische, die bei Riesenhechten bis zu einer Länge von über einem Meter führt. Und all das ist nur 2-3 Flugstunden von den verschiedenen Gegenden Europas entfernt. Das im Norden Europas gelegene Finnland ist ein sicheres Land, in dem es überall Platz gibt zum Fischen und andere Freizeitmöglichkeiten in der Natur. Ihre Aufgabe besteht darin, zum Flughafen von Helsinki zu gelangen. Danach kümmern wir uns soweit um Sie, sodass Sie sich ganz auf das Allerwichtigste konzentrieren können, also auf das Fischen. Unser Personal nimmt Sie schon am Flughafen in Empfang und bringt Sie in einstündiger Autofahrt zur idyllischen Stadt Tammisaari am finnischen Meerbusen, ca. 90 Kilometer westlich von Helsinki. Diese in der Mitte des 16. Jahrhunderts gegründete Stadt hat sehr viel von ihrem originalen, reizenden Milieu bewahren können. Alles in Tammisaari ist nahegelegen. Unser Hotel liegt ein paar hundert Meter vom Markt entfernt und genauso nah ist es zu den Bootsanlegern. Sie sollen ständig fühlen, dass sie hier willkommen sind, denn unser Personal macht alles, führt, berät und bedient sie, damit sie sich so wohl wie möglich fühlen. Willkommen zur Einführungsveranstaltung. Heute haben wir 3 Gruppen. Seien Sie herzlich willkommen. Normalerweise geschieht das Angeln hier selbstständig, aber heute nehme ich Antti und Sacke mit auf mein Boot, weil wir gleichzeitig ein Schulungsvideo drehen. Take you two guys to my boat and show you around these Tammisaari waters. As you can see, the area to fish here in Tammisaari is very large. Unser Fischereigebiet ist recht weitläufig. Dazu gehören alleine im Nahbereich über 3000 Inseln und Schären. Für gewöhnlich angeln wir jedoch im Bereich der nahen Inseln und der sich weit ins Binnenland erstreckenden Bucht. Next I'm going to show you my fishing plan for today. We are here now and my plan is to take you under the bridge here to the north side, to this quite big bay area. Heute wollen wir gerade in diesem langen Buchtbereich fischen. Ich leite jedes Team zu einer passenden Anfangsstelle. Antti und Sacke, we're gonna fish here. In die Bucht gehen wir deswegen, weil der Fisch in dem Inselarchipel eher beißt, wenn das Wasser kühler ist. This is what I recommend when the water is very cold. Zur Umrundung der Bucht braucht man einen ganzen Tag. Am nächsten Tag können Sie versuchen, beispielsweise durch den schmalen Kanal weiter hinaus zu den guten Fangplätzen in der Inselwelt zu gelangen. Aber was dann, wenn einmal windiges Wetter sein sollte? Wind
In dem zerklüfteten Archipel findet man immer eine geschützte Stelle, an der man angeln kann, selbst bei Wind von 20 Metern pro Sekunde, also bei Windstärke 8. Bevor wir losgehen, um uns umzuziehen und zum Angeln loszufahren, bitte ich Sie noch darum, einige Nummern in Ihrem Mobiltelefon abzuspeichern. Die erste ist die finnische Notrufnummer und die zweite ist meine persönliche Handynummer. Denken Sie stets daran, die Rettungsweste anzulegen. Sollten Sie einmal Hilfe benötigen und wenn es dabei nicht um einen dringenden Notfall geht, dann rufen Sie mich an und teilen Sie mir Ihren Standort mit, den Sie in Ihrem GPS-Navigationsgerät sehen. Und innerhalb von 5 bis 10 Minuten bin ich bei Ihnen. Unser Angelpackage basiert darauf, dass Sie selbstständig fischen. Das bedeutet dennoch nicht, dass Sie alleine aufs Meer hinausfahren sollen, um zu raten, wo und mit welchem Gerät man hier Fische fangen kann. Zu unserer Angel-Package-Tour gehört auch ein Sortiment von mehreren als erfolgreich erwiesenen Ködern. Außerdem können Sie im Fischereibedarfsladen unseres Hotels weitere verschiedenartige Köder kaufen. Wir unterweisen Sie sowohl bei der Begrüßungsveranstaltung als auch bei der Ausfahrt aufs Meer so sorgfältig wie möglich. Für uns ist außer Ihrem Wohlbefinden auch Ihre Sicherheit sehr wichtig. Sie bekommen von uns Ihre persönliche Schutzausrüstung gestellt und außerdem sind wir immer in Ihrer Nähe, nur einen Telefonanruf entfernt. Bevor wir aufs Meer hinausfahren, gehen wir die Sicherheitsangelegenheiten durch. Wie gesagt, wir benutzen stets die Rettungsweste und den Rettungsanzug. Die sind leicht und behindern beim Angeln nicht. In jedem Boot gibt es eine Notfallsausrüstung, die sich unter dem Armaturenbrett befindet. Noch einige Worte zu den Ködern, die wir heute benutzen werden. Solch ein hölzerner 15 cm langer Wobbler, den man sowohl werfen als auch ziehen kann, hat sich als äußerst erfolgreich hier in den Gewässern von Tammisaari erwiesen. How deep it goes? It goes about from 2.5 meters to 1 meter, depending on how fast you reel in or how fast you troll it. Okay. Er schwimmt in 1 bis 2,5 Metern Tiefe, abhängig von der Einholgeschwindigkeit. So ein aus Plastik hergestellter Jerkbite hat sich ebenfalls als sehr geeignet erwiesen. Er fischt in derselben Tiefe wie der eben genannte hölzerne Wobbler. Eine Fischimitation, ein sogenannter Shad aus Gummi oder Silikon, eignet sich zum Werfen, aber nicht zum Schleppen und funktioniert in diesen Gewässern auch gut. It's really interesting. I'm really looking for to use that. Yeah, it's very easy to cast and easy to throw, and it catch fish. Okay, nice. And the last. Letztlich dann ein metallener Löffelblinker von ca. 40 Gramm, geeignet sowohl zum Werfen als auch zum Schleppen. Die besten Farben sind blau und silber. Wie Sie sehen, sind die meisten von mir empfohlenen Köder blau. In most of the lures I have chosen here. They're basically blue. It looks like on this side of the bridge it's deeper than this side. So we go here because there is some deep water? Yes. The pike needs cool water. Wir fahren dorthin, wo es etwas tiefer ist, weil dort das Wasser auch kühler ist, denn der Hecht mag kühles Wasser. Is the water clear as here? It's even clearer on the other side. Okay. That's one point. Also, because it's really clear water. It looks quite interesting. Yeah. Okay. Then we, if you don't mind, we go fishing. Und jetzt geht's ans Angeln. And hope we catch something. Yeah. Okay. So, Aki, in this area, is there many rocks when you're driving boat? Do you have to be very careful, or? You have to be very careful. But this place that we are now going, it's very, very easy to drive. Not too many rocks.
Schon nach einer Bootsfahrt von nur wenigen Minuten kommen wir zu interessanten Schilfstellen, in denen sich die Hechte verstecken. Let it sink a little bit. Then you reel it in, maybe three times. You stop, two times, stop, one time, stop, and so on. Okay. You make it different every time. So that's the key to catching fish. Yeah, the visibility is very nice here. You can see the lure very far. Yeah, the water is very clear here. So you might even see the pike catch the bait. Okay. That would be nice. Way to do it, but, es lohnt sich häufig zu werfen, weil man nie weiß, wann der große Fisch anbeißt. Oh, a fish! Yes, fish on! Okay. First pike is hooked. And it took only a couple of minutes. Yeah. And it's quite nice. It's very nice. Yeah, it looks like... It's more than nice. Yeah. Oh, look at it. Beauty. I think maybe 7 kilos. It's a break, Leven. Yeah. Oh, it takes line out. Beautiful. Very nice. Yeah, that's why we traveled all the way here. Oh, look at it. Yeah. It's not ready yet. Not ready yet? Yeah, we have to wait for a while. Just a second, I put a reverse on. Crash. Yeah, I will take the rod away from the way. Uh-oh. Very close to ready. No, 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 no. Now it's ready. No, no, it's not. No, no. Not enough close yet. Okay, it's there. It's there. It's there. Oh, guys! Yeah. All right, guys! Yes. That's some fish! Yeah. Cool, now keep the line tight. Yeah. If I hold the net, you can concentrate on the fish. Antti, take a look. Looking real good. Yeah, the head is... Oh, it's huge. I measure maybe 5.5-6 kilos. Antti, could you hold the... This one I will put the reverse a little bit on, otherwise we are there on the rushes. Wir angeln hauptsächlich nach dem Catch-and-Release-Prinzip, also fangen und freilassen. Lassen die Beute also wieder frei. As you can see, 7.4 kilograms. Yes. 7.4? Yes. Okay. And maybe we take... Maybe four. Off, so 7 kilos, this weighs a little bit, this yeah. bag. Yeah. It's around seven kilos. Yeah, 7 kilos and over 1 meter long. Okay. Very nice fish, very yes. nice fish. Okay, would you turn the fish a little bit? Where? Okay, now it's okay, now it's fine. Okay, cheese. Cheese. Okay, this is a nice picture. Now we can release the fish. Dabei lösen wir den Fisch so vom Haken, dass nicht verletzt wird. Und lassen ihn dann vorsichtig ins Wasser zurück, so dass er auch bestimmt weiter schwimmen kann. Wenn Ihnen ein Foto alleine von Ihrer Beute nicht genug ist, können Sie über uns auch eine Präparierung bestellen, so dass Sie Ihre Trophäe ausgestopft nach Hause geliefert bekommen, fertig vorbereitet, um an die Wand gehängt zu werden. Über die geschützten Fahrrinnen des Inselarchipels gelangt man sicher von einer Angelstelle zur anderen. Zur Sicherheit tragen dabei auch weiterhin die GPS-Navigationsgeräte und Echolote in unseren Booten bei. Vom Fischen und vor allem vom erfolgreichen Fangen der Beute kann man nie genug bekommen.
Und jeder Fisch ist stets eine Herausforderung für den Angler. Und der Tag wird nicht langweilig, denn zwischendurch kann man immer wieder die Stelle wechseln und dann erneut mit dem Zähmen des Beutefisches anfangen. Manche bekommt man leicht hoch, aber oft kämpft der finnische Hecht sehr tapfer und verlangt vom Angler die Hergabe aller seiner Fähigkeiten. Unser Fischereimeister ist ständig übers Telefon erreichbar und bereit zu helfen, wenn Sie seine Ratschläge und Tipps zu allem, was mit dem Angeln zusammenhängt, annehmen wollen. Nice one. Okay, you really know the right places. Not a small fish. Beautiful fish. I take the boat a little bit backwards. Listen to it. Wow. It's a fish. Yeah. That's why we are fishing here. For this moment. Exactly, exactly. This moment, this feeling. It's really strong. Yes. Just keep the line tight, no problem. Now it's going to dive again. Pull it a little bit close. That's it! Yes! Yes! You! Back is in the air. 6.7 kilos. 6.7, yeah. Yeah. Yes, very good picture.
Ein langer Tag in der frischen Luft der finnischen Schären weckt den Appetit. In unserem gemütlichen Restaurant ist es sehr erholsam, zum Abschluss des Tages zu essen und sich über die Erlebnisse des Tages auszutauschen und vielleicht auch schon den nächsten Tag zu planen. In ihrem behaglichen Zimmer nach einer gut durchschlafenen Nacht ist der nächste Morgen voller Energie zum Auslaufen an den Rand neuer Schilfstellen. Wer wohl heute die meisten Fische fängt, obwohl echte Riesenhechte dabei sind, das wird man dann am Abend erfahren. Yes, and do you still remember how to use that GPS navigation system? Yeah. And you have a sea chart on a boat? Yeah, that we have over there. And you still remember what number to call? You have GPS mine? Is working just fine. Okay, good. So good. There is your mobile phone number, and then there is that emergency number. And was it 112? Yeah. Yes, 112. Then everything is in order. Yeah, I think that we will manage very well there and catch some pike. Okay. Okay. Thank you, Aki. Thanks guiding for us this morning. And thank you a lot. Now it was a pleasure. Thanks for the tips. Okay. Wenn Ihre Angel-Package-Tour zu Ende geht, bringen wir Sie selbstverständlich wieder zum Flughafen. Zu Hause können Sie dann wieder gut erholt Ihrer Arbeit nachgehen, nach diesen vielen erholsamen Fischfangerfahrungen im besten Hechtgewässer der Welt. Die Aufnahmen zu diesem Video wurden an einem einzigen Tag gemacht, am 1. Oktober 2009. Die Fangbeute von drei Anglern bestand aus drei Hechten von je ca. 7 Kilogramm und 6 kleineren Hechten.